Jetzt möchte ich erstmal einen groben Rahmen um das Ganze ziehen, damit Sie einen Einblick erhalten über die aktuellen Entwicklungen der letzten Jahre, über die Hintergründe, warum die Leute sich mit diesem Thema Regionalgeld auseinandersetzen. Und fange mal bei den Themen an, die derzeit uns eigentlich häufiger beschäftigen sollten. Ich habe hier drei Krisenthemen aufgestellt, wobei dieses insbesondere in letzter Zeit öfter in den Medien und damit auch in unseren Köpfen war und teilweise auch schon sehr nah an den Einzelnen rangerückt ist, nämlich das Thema Wirtschaftskrise. Wenn es um Geld geht, ist das offensichtlich, dass es damit zu tun hat. Ich habe aber zwei weitere Punkte noch aufgeführt. Auf den einen möchte ich gleich noch etwas genauer eingehen. Man kann sagen, über 95% aller Güter, die wir produzieren und benutzen, benötigen Erdöl, um hergestellt oder zumindest an den Mann gebracht zu werden. Spätestens dann, wenn eine Ware von einem Ort an einen anderen produziert wird, bedarf es dafür Erdöl. Wenn Sie heute, Sie hatten das Thema Supermarkts und die Produkte, die darin zu kaufen sind, vorhin angesprochen, wenn Sie sich das anschauen, woher heutzutage die Äpfel beispielsweise kommen, dann sehen Sie häufiger das Etikett Neuseeland. Obwohl hier gut Äpfelbäume in der Gegend wachsen, man schon die Frage stellen muss, warum, wie geht das eigentlich? Erstens, dass man Äpfel von der anderen Seite des Planeten hierher karren kann und die sind trotzdem billiger als das, was man hier selbst herstellen kann. Und die zweite Frage ist, macht das denn überhaupt Sinn? Weil wir haben einen riesengroßen Weg, der Transport kostet und wir haben diese Äpfelbäume auch hier stehen. Das, was in dieser Grafik drinsteckt und das besagt dieser Höhepunkt bei dem Ganzen, Erdöl, habe ich früher gedacht, verbrauchen wir über eine gewisse Zeit und dann ist es alle. Ich musste dann anfangen, meine Sichtweise etwas zu korrigieren und habe festgestellt, natürlich ist es nicht gleich alle, sondern wir haben das Phänomen, dass wir irgendwann das nicht mehr so schnell fördern können, wie wir es vorher gefördert haben. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass irgendwann dieser Punkt eintritt, ab dem wir diese Fördergeschwindigkeit nicht mehr steigern können. Das heißt, die Welt muss ab einem bestimmten Punkt mit weniger Erdöl auskommen lernen. Normalerweise sollte Politik ja Folgendes tun, vorausdenken, Entscheidungen so setzen, dass man Situationen, auf die man zusteuert, rechtzeitig sozusagen entgegensteuert. Derzeit ist in der Politik leider nicht so wahnsinnig viel Vorausschau, was dieses Thema betrifft, zu sehen. Ich sage nur Abwrackprämie. Aber es hat sich dann eine neue Situation herausgestellt, die sich mit diesem Thema befasst, Peak Oil, und da verweise ich auch auf das, was Sie vorhin sagten. Sie sprachen vorhin die Selbstorganisation an, die die Leute ein wenig in die Hand nehmen sollten. Und das machen nämlich insbesondere jene Städte, die sich Transition Towns nennen, also Städte des Übergangs, weil die eben das Vertrauen nicht darin haben, dass von oben Hilfe kommt oder einfach der Meinung sind, sie können es auf lokalem Level besser. Die stellen sich vor die Frage, angenommen Erdöl würde in 3 Jahren $200 kosten. Wie müsste ich denn meine Kommune umgestalten, damit ich trotzdem angemessen in ihr leben kann? Und interessanterweise kommen diese Initiativen ebenfalls auf lokales bzw. regionales Geld. Was Sie hier sehen, ist das Totnes Pound. Totnes ist eine Stadt in Großbritannien, das ist sozusagen diese Vorzeigestadt für diese Transition-Bewegung. Und die haben eigenes Geld. Und der Hintergedanke ist da, wenn ich mit lokalem Geld einkaufen gehe, kauft natürlich auch der Nächste wieder lokal ein und damit bleibt das Geld in der Gegend. Die Leute fangen an, untereinander Geschäfte zu machen und die Transportwege verkürzen sich. Ein Ausblick, wohin das langfristig führen könnte, wenn wir diesen Gedanken Regiogeld weiterspinnen, steckt in dieser Grafik. Die mittlere Ebene, die Sie hier sehen, das ist im Grunde diese Monokultur, die wir heutzutage haben, wenn Sie sich nur diese Ebene vor Augen halten. Da haben Sie den Euro, da haben Sie den Dollar, den Yen, das britische Pfund, den Rubel und die anderen Währungen, die alle meistens aus dem Nationalen rausgekommen sind. Und was mit Regiogeld jetzt passiert, ist, dass unter diese nationalstaatliche bzw. kontinentale Währungsebene noch eine zweite Ebene drunter gelegt wird, nämlich die der regionalen Währung. Und der Wunsch wäre, da ich trotz allem ein global denkender Mensch bin, ist, dass wir für den globalen Leistungsaustausch auch eine globale Währung haben. Heutzutage wird ja der Dollar als globales Währungssystem benutzt, was aber der ausgebenden Nation Vorteile bringt, die anderen Nationen mit Nachteilen zu bezahlen haben, sodass man die Frage stellen muss, wie fair das System ist. Also die Frage ist, ob es nicht eine tatsächlich globale Währung als Ergänzung in diesem System sinnvoll wäre. So, bezogen auf den deutschsprachigen Raum hat das in der Zwischenzeit zu einiger Vielfalt geführt. Einige der Scheine sehen Sie hier. Der Dreiecker, das Nagold, Urstromtaler, Havelblüte, die Langenegger Talente, das ist in Vorarlberg in Österreich, Freitaler rund um Freiburg, der Pelzer in der Pfalz, der Zschopautaler, und das ist nur eine Auswahl, es gibt noch ein paar mehr.